Get your fucking hands up. Und damit ein herzliches Willkommen. Warum läuft die Musik? Aha, jetzt hat die Musik aufgehört. Nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2 Part 15. Das letzte Mal haben wir hier den Geheimgang. Den müssen wir wahrscheinlich nochmal öffnen. Und dann sind wir an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Denn das scheint der geheime Gang nach Shambhala zu sein, nachdem wir die ganzen Gegner erledigt haben. Dann wollen wir doch mal. So, dann drehen wir doch mal und sehen, ob wir wirklich in Shambhala landen. Oder ob das diesmal wieder nur, wie immer, eine Attrappe ist. Okay. Ich nehme erstmal die M4. Und dann wollen wir mal. Oh Gott. Bitte nicht. Wenigstens haben sie was zu tun. Alles klar. Siehst du das? Zurück. Das sind diese Tiere, ja, die sehe ich. Das hier ist nicht der Weg. Sag bloß durch die Tür. Nee, auch nicht. Durch die Tür auch nicht. Hä? Jetzt wird's seltsam. Aber hier runter müssen wir mit Sicherheit auch nicht. Das kann ja nicht sein, ans Fenster. Oh nein! Das war wieder typisch. Ich weiß nicht. Ach so, lol, wahrscheinlich darüber, ne? Ja, ich wusste es. Hier hoch durch die Tür. Auch nicht. Wir müssen also echt zu diesen Viechern. Runter. Wo? Oh Mann. Mit euch wollte ich jetzt nicht auch noch. Komm. Das habe ich doch gut gelöst. Oh mein Gott, nein, oh mein Gott. Oh. Meine Fresse, Alter. Wo kam der denn jetzt her? Komm her. Komm her, du Geiler. Okay, das hätte ich jetzt besser nicht sagen sollen. Sonst muss ich nämlich wieder zweideutig denken. Wie kann es denn sein? Ja, komm, ziel nochmal. Ziel doch. Du bist erledigt. Oh, leck mich doch am Arsch. Hier liegt ein Schatz. Los geht's. Komm her. Komm doch raus. Komm. Endlich. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ach, von da. Oh geil, Munition ist runtergefallen für mich.
den über die Wand. Welche Wand? Oh Gott. Leck mich doch am Arsch. Komm her. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich gut an. Halt, Munition. Die Musik ist wieder nostalgisch und episch hier, wie immer. Desert Kaliber, was war das nochmal für eine? Keine Ahnung, ich bleib bei meiner. Nein, ich wollte... Ach so, warte mal, die sind doch von da oben runter. Dann können wir wahrscheinlich da oben hoch, richtig? Ich wusste es. Danke fürs Seil, Jungs. Ich hoffe, da oben ist nichts Gruseliges. Okay, Luft ist rein, komm. Da, die Treppe. Endlich. Hoffen wir mal, dass das der Weg nach Shambhala ist. Okay. Das ist doch schon mal super. Ein paar Türen, ich brauche Hilfe. Okay. Ja. Okay. Let's go. Okay. Der geheime Eingang. Kapitel 24, die Straße nach Shambhala. Ja. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wenn ich noch eine Wand hochklettern muss. Sieh dich weiter um. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Hier ist ein Dolch. Es muss einfach. Wir übersehen was. Hä? Ah, hier ist noch ein Dolch. Zwei Dolch. Ah, warte mal, der hier guckt nach oben, ne? Muss der nach unten? Hey, das macht aber sonst auch keinen Sinn. Habe ich was in meinem... Sully? Wieso steht das Gully? Mit einer Kippe. Warum ist hier Sully jetzt drin, wenn ich das aufschlage? Was war da? Stopp, 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 nochmal zurück. Aha. Was ist denn? El Goddamn Dorado. Goddamn What a Woman. Goddamn it. Alter, was hat der denn hier? Die Faces of Victoria Sullivan. Oh Mann. Da steht ja was von Sully im Buch, aber er ist nicht hier. Ist immer noch irgendwo nervtötend. Ich will nur wissen, ob irgendwo was steht von diesem Dolch. Hier sind wir überall schon gewesen. Also die Hinweise, hier waren wir auch. Das hier war das letzte Rätsel. Kommt jetzt noch was? Nein, natürlich nicht. Warum sollte auch jetzt was kommen? Der Dolch guckt nach unten, der da. Hier waren eben nur zwei Dolch, ich schwöre. Jetzt aber. Genau. Was? Pass auf. Verdammter Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Fallen lassen. Ja. Na los! Zurück! Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab, Kleine. Das überlebst du nicht. So, und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Drake? Na, ist zufällig eins meiner Hobbys. Hm. Genghis Khan, Saddam, Stalin. Pol Pot, das waren alles große Männer.
Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sagen. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens wollt, dann lasst eure Waffen fallen. Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deinen prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du? Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bring noch jemand ins Spiel. Bringt sie rein! Mist. Ah. Nimm die Finger weg. Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfern? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Lass den Scheiß. Hör auf mit deinem Spielchen. Ich tu, was du willst. Komm runter. Hey, Arschloch. Dein Feuerzeug. Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring's in Ordnung. Und nehm den da mit. Vielleicht läuft diesmal ja nichts schief. Und Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Du fettes Miststück, wenn dann schon, ja. Du zuerst, Schätzchen. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Lauf mir nicht weg. Jetzt bin ich auch noch mit dem unterwegs, Alter. Halte schon mit, ich lass dich nur vor. Halt die Fresse, du behindertes Stück Scheiße. Nur wegen Geld so ein Arschloch sein, ja? Hättest du nicht machen müssen. Warte! Papa hat eine Knarre, dass er Ewitz dich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Geht doch! Oh Mann. Oh, Vorsicht, das ist nicht weit. Oh ja. Hey! Sorry. Ist das vielleicht im Weg? Schön, dass du Spaß hast. Tut mir echt leid. Na toll. Oh Gott. Das ist Kumpel. Traust du mir nicht? Siehst du, vertrau mir doch einfach. Mann. Na bitte, Schätzchen. Na los, du zuerst. Du bist so ein Arschloch, so arrogantes, fettes Arschloch.
Ich wusste. Mich in eine Sackgasse. Ich weiß doch gar nicht, wo man hin muss. Ich glaube, deine Wampe passt da nicht durch. Willst du mich auch noch als fett beleidigen, ja? Komm doch her. Dann zeige ich dir mal, was fett ist. Das wird ohne ihn nicht klappen, stimmt's? Ich wusste es. Mach doch. Teamwork. Wie in alten Zeiten, was? Halt dein fettes Maul. Nix wie in alten Zeiten. Ich wünschte, du wärst schon tot. Wie haben die den Karren bloß da hinbekommen? Na und, wir müssen nach ganz oben. Fast wie Stonehenge, was? Nein, hilf mir schieben. Weißt du, ich bin nie... Halt du mal deine Klappe. Was? Also, hat er dich gerade beleidigt? Endlich mal. So etwas kann man ja nur beleidigen. Sieh mal, dein Ego in Lebensgröße. Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Meine Hilfe kannst du vergessen. Ja, ist auch gerecht so. Kannst, kann ich auch. Hilf mir, hilf mir. Nee, war ein Scherz. Mhm. Und jetzt? Das ist die Sackgasse. Okay, machen wir sie auf. Oder auch nicht. Ist noch eine Tür. Okay. Wieso? Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Hier ist so eine Flamme. Die Flamme und das Kästchen. Symbole. Ich kenne die Symbole. Da. Hey. Meine PlayStation rastet erstmal wieder aus. Was ist denn das hier? Ja, das sind die Symbole, ist ja richtig. Oh Gott. Flamme. Der abgeschnittene Bauch, das ist doch richtig. Danach der Typ, der auf den, also der Typ, der auf den Bauch guckt, den abgeschnitten und. So ein kleines Buch, so große Zylinder. Der Typ, der auf den Bauch guckt, der abgeschnitten ist, das war das hier. Und das hier war das mit einem Punkt drüber. Aber nicht das A, sondern irgendwas anderes. Ich glaube, es war das. Ich glaube, es war die Schlange mit dem Punkt drüber, oder? Es war die Schlange mit dem Punkt drüber. So, dann machen wir doch mal auf die andere Seite. Ja, mit dreimal das Ecke. So. Das erste ist ein A mit einem Punkt drüber. Das ist sogar schon richtig. Das zweite ist der dicke Bauch. Der normale dicke Bauch. Und das dritte ist mit Haken. Also das heißt, ich muss nur das hier ändern. Und zwar zu dem dicken Bauch. Oh, weiß ich nicht. Dein Vater kommt da aus dem Boden. Komm, mach dich mal nützlich. Komm. Wir drehen mal ein bisschen an deinem Vater. Malen wir hier Getreide? Was soll das? Na bitte. Wasser. Aha. Oh Mist! Was ist
the fuck, ich lass mich mal lieber ungestummt, falls ich jetzt... Ach, eine Waffe für mich. Ey, ey, wie war ausweichen, Kreis, ne? Ja. Ich bin schon tot, was soll die Scheiße? Geh doch sterben, Alter! Junge. Lass mich rennen. Mann, 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 Mann. Ich will ja ausweichen. Es hat doch keinen Sinn. Mann, lass mich, ich bin tot. Was muss ich denn hier machen? Lass mich gehen. Meine Fresse. Lass mich gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weich doch aus, du hässliches Stück. Alter, ich wollte doch. Junge. Geh mir einfach nicht auf den Sack. Und weich aus. Weich doch aus. Aha. Oh nein. Aha. Haltet ihn. Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um Eindringling abzuschrecken. Na, das funktioniert ja super! Lazarevich, ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Oh, ey, ey, Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind überall! Schießt, Idioten! Oh, shit! Dafür gingen! Verdammte! Auf die Brücke!
Okay, ich hab mich richtig entschimpft. Ach du Scheiße, Kapitel 25, zerbrochenes Paradies. Geh hier runter. Nee, das war falsch. Oh nein, nee! Alter Schädel, nein. Lauf doch. Ich weiß ja nicht mal wohin. Okay, ich lebe noch. Ist alles gut. Man kann die, glaube ich, nicht töten. Lass mich laufen. Hey. Komm schon. Spring. Oh Gott. Hä? Was zum... Woran bin ich gestorben? Ich hab nicht mal eine Waffe. Ich hab nicht mal eine Waffe. Lass mich laufen. Ja, ich bin ja schon am Ausweichen wie verrückt. Aber hier überspringen war ja anscheinend falsch. Nee, war's doch nicht. Oh nein, bitte nicht. Ah ja, oh, oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn? Ah. Die Waffe, Munition. Du musst sterben, oh Gott, nein. Heilige Scheiße. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Aber an dieser Stelle, sag ich mal, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal, euer HRD Gamer.